Moin moin ihr Film-Junkies und herzlich willkommen zu der Review von Wish Upon und einmal The Good Neighbors, alles nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, ich habe jetzt endlich mal den Film Wish Upon gesehen. Ich muss sagen, ich bin leider echt ein bisschen enttäuscht. Ne? Also, wir fangen mal ganz kurz an damit. Er hat eine FSK 16, wie man hier sehen kann, und er hat auf jeden Fall den Regisseur von Annabelle. Er kann ja ganz kurz mal so erzählen, ist ja diese Schatulle halt. Das Mädel hat diese Schatulle gefunden und sie hat dann immer sich was gewünscht und einer ihrer Lieblingsmenschen ist halt gestorben. In dieser Manier kommt mir das so ein bisschen bekannt vor wie bei Final Destination und auch so die Tötungsszenen waren halt sehr schnell und sehr geschnitten und das war irgendwie voll unblutig. Ja, und das hat mich so ein bisschen angepisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe gedacht, ja, die hätten ein bisschen spektakulärer sein können, waren sie aber leider nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, der Film ist halt modernes, wieder so Märchen. Sie in der Highschool, kleines Mauerblümchen, findet die Box, will ihr Leben besser machen. Ja, und ansonsten kann man eigentlich auch gar nicht mehr so viel erzählen, wie das so halt ist, ne? So nichts Neues eigentlich. Außer diese Schatulle ist ganz cool gemacht eigentlich. War eben was altes Chinesisches drauf gewesen und das fand ich schon mal wieder was Neues. Also Schatullen sind so geil. Wenn man überlegt, Hellraiser und so weiter, wenn ihr Hellraiser noch nicht kennt, guckt Hellraiser an. Das ist der geilste Horrorfilm mit einem Würfel. Na, ansonsten muss ich sagen, der Film ist gar nicht so schlecht. Man kann sich den halt mal auf den Sonntag angucken. Aber ich würde dem Film trotzdem eine 5,5 von 10 geben. Mehr ist leider nicht drin. Auch wenn man dieses Zitat hier liest, Filme wie dieser sind das Fundament, auf dem das Horrorgenre fußt. Also Coming Soon, da haben sie einen zu viel rausgehauen. Aber ansonsten kann ich noch eins sagen, der Film läuft halt 91 Minuten, ist ganz gut eigentlich so in der Laufzeit, sag ich mal, wird jetzt nicht so langweilig. Und ansonsten hat er noch ein bisschen Bonus auf der Scheibe. Das Bild ist ganz gut und der Sound auf jeden Fall auch klar. Und ich muss sagen, mit freundlicher Unterstützung von Splendid Film, Dankeschön, dass ihr mir die zur Verfügung gestellt habt. Aber bleibt bis zum Schluss dran, da könnt ihr nämlich hier eine gewinnen. Eine Blu-ray von Wish Upon. Aber für mich so eine Überraschung war gewesen, auf jeden Fall The Good Neighbor. The Good Neighbor ist ein Film, den man so in den Thriller-Genre ansiedeln kann. Und auf jeden Fall ist der für mich eine kleine Überraschung. Auf jeden Fall in diesem Ende des Jahres. Der Schauspieler James Caan macht seine Rolle sehr gut als zerbrechlicher Mensch, so Opa, so und dies und das. Und man merkt auf jeden Fall, dass die Menschen können grausam sein. Und ja, es ist trotzdem, der Film hat sehr viele Twists und so kleine Twists, auch sehr viel Spannung wird aufgebaut und den Zuschauer wird es nicht langweilig. Und das ist das Wichtigste, finde ich, in diesem Film. Thriller müssen so sein, müssen ein kleiner Mindfuck-Moment sein. Nicht immer, aber es muss einen kleinen Twistpunkt geben. Und das darf auch nicht zu früh verraten werden. Der Film hat es geschafft, das wurde nicht zu früh verraten. Und da kann ich nur eins sagen, das Drehbuch, die Kamera, das ganze Konstrukt ist sehr modern aufgebaut und da kann man auch den Regisseur und den Drehbuchautor nur einfach loben. Allein natürlich klar, Schauspielleistung von James Caan und von den, mal selber mal gucken, wie der heißt, Jungstar Logan Miller, bekannt aus Scouts vs. Zombies. Ja, das war glaube ich der Langhaarige gewesen, aber auf jeden Fall ein Dank geht daran an OFDB Filmworks, die haben den nämlich rausgebracht, den Film, und für 16 ist der auf jeden Fall sehr gut gemacht, muss nicht blutig sein. Hat aber seine Momente, wo man sagt, geiler Film, ne, echt. Und deswegen kriegt er von mir eine 7 von 10. Hat auch ein paar Sachen auf der Bonusscheibe, hat auch gutes Bild und Sound. Und wie gesagt, Dankeschön dafür, dass ich die bekommen habe. Ihr habt jetzt die Chance, die beiden Filme zu gewinnen. Einmal hier, wie gesagt, The Good Neighbor und einmal Wish Upon. Also, macht natürlich mit. Teilnehmerbedingungen stehen in der Infobeschreibung drin. Dann könnt ihr nämlich die beiden hier gewinnen. 5 Tage läuft das Gewinnspiel. Und dann würde ich sagen, Leute, viel Spaß. Ihr könnt ja mal gerne in Kommentare schreiben, ob ihr euch die sonst anguckt. Und wenn ihr schon geguckt habt, sagt doch mal bitte, wie fandet ihr die beiden Filme? Und wenn nicht, lasst ein Like da, ein Abo da. Und dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Und dann sage ich bis dann und schon. Bam!